Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Deutschland lieferte sich mit Brasilien einen wahren Krimi. Urheberrecht Sport 1. Die deutschen Volleyballfrauen feiern bei der WM in Japan einen Sensationssieg. Zum Auftakt in die Zwischenrunde schlagen sie Brasilien in einem wahren Krimi. Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Auftakt der zweiten Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Japan ein Ausrufezeichen gesetzt und mit Favorit Brasilien mit 3:2, 14:25 Uhr, 19:25 Uhr, 32:30, 25:19, 17:15 Uhr bezwungen. Nach schwachem Start steigerte sich die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski im Spielverlauf deutlich und tankte nach dem vierten Turniersieg viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Tabellen der Volleyball-WM, das passiert ja einmal in 100 Spielen, das war heute unser Tag. Die Mannschaft kann wirklich stolz auf sich sein. Wir haben eine Riesengeschlossenheit, das war eine super Teamleistung, sagte Koslowski. Am Montag 3:40 Uhr trifft die Auswahl des deutschen Volleyballverbandes DVV auf Europameister Serbien. Dann folgen Puerto Rico, Mittwoch, 9:10 Uhr und zum Abschluss die Dominikanische Republik Donnerstag, 6:25 Uhr. Sport 1 zeigt alle Partien der deutschen Mannschaft im Livestream. Auftakt. Schwierigkeiten für deutsches Team. In der Zwischenrunde kämpfen die 16 verbliebenen Mannschaften in zwei Achtergruppen um die Plätze in der Top-6-Runde, dann werden in zwei Dreiergruppen die Halbfinalteilnehmer ermittelt. Den Weltranglistenvierten konnten die Deutschen in Nagoya zunächst nicht an die überzeugenden Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen. Der Rhythmus fehlte, das Koslowski-Team fand nicht ins Spiel und verlor den ersten Satz deutlich. twitter.com/teamga-volley-status/1048830107429695488. Dann zeigte die Mannschaft um Diagonalangreiferin Luisa Lippmann ein anderes Gesicht, holte sich Selbstvertrauen zurück und wurde mit einem Satzgewinn belohnt. Lippmann glänzt im Angriff. Danach agierten Lippmann und Co. wie im Rausch. Die Brasilianerinnen wirkten zunehmend verunsichert und kassierten den Ausgleich. Lippmann, die auch zu den besten Aufschlagspielerinnen bei der WM gehört, war mit 36 Punkten erneut Topscorerin der deutschen Mannschaft und verwandelte den zweiten Matchball zum Sieg. Damit gelang der DVV-Auswahl bereits ein wichtiger Schritt, um die WM in den Top 10 zu beenden. Sollte das Team die Spiele gegen Puerto Rico sowie die Dominikanische Republik gewinnen, ist die Zielvorgabe durchaus zu erfüllen. Nach 6 Spielen hat Deutschland mit 4 Siegen und 2 Niederlagen 11 Punkte auf dem Konto und liegt in der Gruppe E derzeit auf dem 5. Platz. Von Sportinformationsdienst Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.